Neujahr im Disneyland Paris. Herzlich willkommen aus dem Disneyland Paris. Ein frohes neues Jahr euch allen, wenn wir uns noch nicht gesehen haben. Ja, es ist Neujahr. Es ist noch sehr, sehr früh. Es ist 9:45. Wir wollten uns eigentlich erst um 10 Uhr treffen. Aber wir waren zeitig auf, obwohl wir erst um 3 Uhr heute Nacht im Bett. Ach, das war richtig toll. Das Video habt ihr garantiert schon gesehen. Und heute Morgen wollen wir noch was testen. Wir wollen jetzt erstmal das Ganze langsam angehen lassen und wollen frühstücken gehen. Und zwar nochmal in der Rosalie. Da kann man günstig frühstücken und sehr gut frühstücken, wie ich gehört habe. Das machen wir jetzt. Und was es da so zu essen gibt, was es so kostet und so, das seht ihr jetzt in diesem Video. Ihr habt es schon vielleicht in einem anderen Video gesehen. Es ist tatsächlich so, zum Frühstück braucht ihr hier nicht reservieren. Da könnt ihr einfach herkommen und wie ihr sehen könnt, ist es auch im Moment noch alles leer. Es ist noch sehr, sehr früh am Morgen und ja, Carsten hat schon die Karte in der Hand, aber das machen wir sehr schön. Aber das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Das ist von gestern, oder? Ja, also da seht ihr das Frühstücksmenü. Es gibt drei verschiedene. Einmal das Express, da habt ihr die Auswahl zwischen was Süßem oder ja, Baguette. Mit Butter und mit Marmelade, einem heißen Getränk und Orangensaft. Dann gibt es das Gourmand für 13 Euro. Da bekommt ihr frisches Brot oder auch was Süßes. Wieder auch mit Butter und mit Marmelade. Es gibt Fruchtsalat, auch ein heißes Getränk nach Wahl und frisch gepressten Orangensaft. Und es gibt die Rosalie, da auch wieder was Süßes. Ihr bekommt Brot, es gibt Butter, es gibt Marmelade, es gibt Rührei, es gibt Fruchtsalat, ein heißes Getränk nach Wahl. Und auch einen frisch gepressten O-Saft. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, wie ich finde, von den Preisen her. Im Normalfall würde ich jetzt auch das Gourmand, glaube ich, nehmen oder Rosalie vielleicht sogar mit dem Rührei. Aber schaffe ich ja im Moment nicht, deswegen werde ich mich fürs Express für 8,50 Euro entscheiden. Ja. Und da seht ihr, ihr könnt da unten auch noch à la carte bestellen. Und da sind auch noch so ein paar Sachen. Ja, auf der Seite seht ihr hier nochmal die Heißgetränke. Espresso gibt es, Café Lungo, Macchiato, doppelten Espresso, Cappuccino, weißer Kaffee, Wiener Kaffee, heiße Schokolade, Tee gibt es und dann gibt es auch verschiedene Fruchtsäfte. Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus und wie das nachher aussieht, wenn es an den Tisch kommt, seht ihr dann gleich. Hier seht ihr jetzt schon, was so an den Tisch gekommen ist. Das ist schon richtig krass. Das ist das Express-Menü. Das ist ein Riesenbrot. Ich weiß nicht, was ich damit alles machen soll. Es gibt einen O-Saft dabei, frisch gepresst und ich bekomme auch noch einen Kakao. Seht ihr Marmelade, hier ist Honig, das ist Butter, sehr cool. Und den anderen zwei, die haben genau denselben Teller wie ich, aber haben dann auch noch was Süßes dabei. Also es fehlt noch ein Schokocroissant, Sven hat den da schon stehen. Carsten hat einen Cappuccino und es gibt auch noch Rührei, das ist das Rosalie-Frühstück. Und noch ein Obstsalat, der kommt auch noch, also zeigen wir euch auch noch. Sieht gut aus. Ja, der Fruchtsalat ist jetzt auch angekommen. Könnt ihr hier sehen. Sieht sehr gut aus alles. Die Getränke sind jetzt auch da. Da seht ihr das. Sieht alles sehr, sehr schön aus. Hast du es schon früher aufgegessen? Also kann man auf jeden Fall nichts sagen. Wenn man wirklich ein vernünftiges, gutes Frühstück haben möchte, dann sollte man hier hinkommen. So, wir kommen jetzt gerade aus der Brasserie Rosalie, hatten ein gutes Frühstück. Ich habe jetzt nicht so viel gegessen, aber Carsten hat viel gegessen. Der kann sagen, wie war's? Mein Neujahrsvorsatz war ja weniger essen in diesem Jahr, schon direkt gebrochen. Es war sehr lecker. Also der Fruchtsalat war wirklich lecker, Croissants super frisch, das Rührei richtig gut gemacht. Also nicht mit Zwiebeln, wie man oft mal hier kennt, sondern auch mit schön Schnittlauch oben drauf. Echt lecker. Sah wirklich gut aus. Ja, ich habe also so eine Stange Brot habe ich gegessen mit ein bisschen Marmelade. Die anderen zwei haben sich dann die andere Stange geteilt und den Kakao habe ich dir noch weitergegeben, ja, weil ich hatte noch Probleme, den O-Saft überhaupt zu trinken. Ja. Aber das kann man auf jeden Fall mal machen. Also ich finde, preislich ist es echt super gut und es ist wirklich viel, auch wenn man das teurere Frühstück holt. Der ganze Tisch stand voll und es ist echt ansprechend. Nur, was vielleicht zur Empfehlung, wenn ihr jetzt in den nächsten Wochen hier hinkommt, setzt euch eher in den Innenraum. Wir waren ja draußen im Wintergarten und da war es ein bisschen frisch. Ne? Also da war es echt kühl. Vielleicht ist es drinnen so ein bisschen besser. Also macht das. So, jetzt geht's in den Park. Hier habt ihr jetzt mal einen Blick über die Main Street und es ist tatsächlich der 1.1. Ne? Also die Leute sind alle früh auf morgens und alle sind schon wieder unterwegs hier im Disneyland Park. Das ist schon echt krass. Aber wir ja auch. Und wir stehen jetzt bei It's a Small World an. Die sollen angeblich nur 5 Minuten Wartezeit sein, aber das ist eine Lüge. Eine dreiste Lüge. Film mal darüber. Verarschen sie uns schon am 1.1. Aber egal. Also wir werden jetzt hier noch einmal It's a Small World fahren, dann wollen wir noch zu Pirates und dann gehen wir zu Harringtons. Der Carsten will unbedingt noch einen Tower kaufen, einen Tower of Terror. Und ich unbedingt ein Bild.
Und dann machen wir uns so langsam schon auf die Socken nach Hause. Dann sind die 3,5 Tage auch schon wieder vorbei. So schnell geht das. Aber vor Disneyland, nach Disneyland, ist ja immer vor Disneyland, haben wir ja schon gesagt. Wir kommen ja bald wieder, nächste Woche schon. Weil die neue Drohnenshow feiert ja in dieser Woche Premiere. Symphony of Colors, die Main Street Electrical Parade am Himmel. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben ja schon so ein paar Sneak Peeks gehört. Das ist so ein bisschen wie hier gerade im Fernsehen, ne? Von so einem Reporter oder so, wo irgendwas wegläuft. wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf. Nehmt euch nächste Woche natürlich mit, aber ja, jetzt am Wochenende passiert erstmal nichts. Also dieses Wochenende gehe ich nur zum Friseur, habe ich schon mir vorgenommen. Und dann, gucken wir mal. Direkt am Schloss hier, wir gehen jetzt langsam Richtung Parkplatz, gibt es eine Neuigkeit. Und zwar, da liegt ein Stein, so ein Felsen mit Loch drin. Also ich schätze mal, der ist für die neue Nighttime-Show, was ist nicht eine Nighttime-Show, also für das, was hier diese Woche geht, Symphony of Colors heißt es. Und wie der jetzt auf einmal hier hingekommen ist und dass das einfach auch so passt, ne? Das sieht so aus, als ob der schon immer da stehen würde, weil der hat auch dieselbe Farbe wie alle anderen Steine so. Das ist schon erstaunlich. Ja, hier können das schon liegen sehen. Natürlich habe ich mich jetzt dann noch dafür entschieden, das Bild vom Big Thunder Mountain mitzunehmen, was doch einfach so schön ist. Und weil ich habe ja schon gesagt, dass ich auch alle anderen Bilder habe, die es so im Design Paris so zu kaufen gab, in den letzten 10, 15 Jahren sogar. Und ja, das passt da einfach gut. Sieht einfach sehr, sehr schön aus. Hier seht ihr noch ein bisschen von den anderen Phantom Manor Sachen, die es noch gibt. Und auch das große Bild von Henry Ravenswood ist wieder da für 119 Euro. Auch der Gargoyle für 79 Euro. Es gibt noch so einen Schlüssel hier für 25 Euro. Und die Uhr ist noch da. Den Major, den habe ich euch ja schon gezeigt. Und auch dieses Tech Phantom Manor ist auch da für 119 Euro. Und für die Fans vom Tower of Terror, haben wir auch schon gesehen, hier unten ist es mal Pirates. Dann gibt es wieder ganz viele Manschettenknöpfe, haben wir hier von Web. Dann gibt es welche von Big Thunder Mountain, es gibt welche von Space Mountain, von der Railroad, ja, sehen auch sehr cool aus. Dann den kleinen Tower of Terror, da haben wir auch noch einen Schlüssel vom Tower of Terror, die große Platte und die Uhr. So, wir sind fertig, weil wir haben eigentlich kein Geld mehr. Wir müssen jetzt heimfahren, wir können uns jetzt auch nichts mehr zu essen kaufen. Ich habe noch was gekauft, das Bild habe ich ja schon gesagt, und für meine Mutter hier diesen tollen Butterstern oder Soßenstern, oder da kann man auch Katzenfutter reinmachen oder Chips oder Nüsse, ganz viele tolle Sachen. Und Carsten hat sich zweimal den Tower of Terror gekauft. Genau, warum nur einmal? Ja, weil man, wenn man einen kauft, nein, fangen wir nicht so an, sonst gibt nachher wieder Nachrichten. Wir hatten richtig schöne Zeit hier im Disneyland Paris, es war echt toll, wir hatten echt mega Glück mit dem Wetter. Das war wirklich richtig gut, wir hatten keinen Regen, es hat gestern so ein bisschen angefangen zu nieseln, aber es war auch ganz schnell wieder vorbei. Also vielen Dank Petrus, ne, dass du uns da mit uns warst, auch der Wind und so hat gestern gut mitgespielt und wir hatten keinen Sturm während dem Feuerwerk. Ich habe es ja schon gesagt, nächste Woche sind wir wieder, also Sven und ich wieder hier im Disneyland, und du willst ja nicht. Ja, ich muss irgendwann nach China, ne? Ach so, ja. Klar, natürlich, das ist ja so, ne? Dann schauen wir uns die Symphony of Colors an und mehr gibt es jetzt gar nicht zu sagen, weil so viel haben wir heute gar nicht erlebt. Wir haben gut gefrühstückt, sind nochmal eine kurze Runde durch den Park gegangen, sind jetzt in Small World gefahren. Dann doch nicht mehr Pirates, weil Pirates dann irgendwie über 20 Minuten Wartezeit nachher hatte und das war dann doch zu viel. Mhm. Dann hätten wir nicht mehr kaufen können. Und jetzt geht's nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Wir sehen uns ganz bald wieder. Nicht aus dem Disneyland Paris, oder vielleicht doch, ich weiß es noch nicht. Bis dann sage ich euch wie immer, bye bye.